Attitüde sind ja für viele Designerinnen und Designer eigentlich so die Königsdisziplin. Ich bin kein Kunsthistoriker. Aber ich habe gelernt, dass man ganz, ganz früher in der Höhle noch auf dem Boden saß. Irgendwann wurde es zu kalt, man wollte nicht mehr auf dem Boden sitzen und hat sich erhoben. Scheinbar war es so, dass über lange Zeitstrecken das Sitzen auf Objekten nur höhergestellten Personen erlaubt war. Wenn man das so betrachtet, kann man sich vorstellen, dass alle Stühle, die wir heute kennen, eigentlich Derivate oder Nachfolger von einem Thron sind. Und wie kommt es zu diesen Stühlen? Welche Überlegungen muss man anstellen, um zu einem guten Stuhl zu gelangen? Eine Sache, die beim Stuhldesign ja wichtig ist, ist all das, was man nicht sieht. Es gibt einen geflügelten Spruch, einen Stuhl sieht man nur mit seiner Rückseite gut. Also die Frage nach Ergonomie, wie bequem ist das, das ist eigentlich wichtig. Wir überlegen uns, einen Griff für einen Skistock zu gestalten. Wie soll dieser Griff ausschauen? Nun, als vielleicht junger Designstudent geht man hin, sagt, ich schnapp mir ein bisschen Ton, ich drücke meine Hand rein und dann habe ich doch einen super Griff für einen Skistock. Ja, schon, aber nur für Sie und nur genau in dieser einen Position. Das bedeutet, Design darf nicht zu spezifisch sein, weil es sonst in der Nutzung einschränkt. Man möchte auf einem Stuhl auf verschiedene Arten sitzen können, zum Beispiel. Dann gibt es noch so etwas wie einen Zeitgeist, der berücksichtigt werden will, da ja Möbeldesign auch mit Modedesign vergleichbar ist. Etwas ketzerisch könnte man sagen, Stühle gibt es eigentlich schon lange, brauchen wir keine neuen. Da sagen Sie das mal jemandem, der ein Kleidergeschäft hat. Und ähnlich ist es halt bei den Möbeln. Wenn man jetzt eine Parallele ziehen würde zwischen Möbeldesign und Produktdesign, Stereoanlagen, Handys, Fotokameras werden in sehr, sehr großen Stückzahlen produziert. Das fängt bei 10 bis 100.000 an und geht in die Millionen. Nur wenige Möbel werden in diesen großen Stückzahlen produziert. Da wird einfach weniger gemacht. Und das hat eine direkte Auswirkung auf die mögliche Formgestaltung. Im Möbelbau, also bei dem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze, sieht man das gut, wird oft mit Halbzeugen gearbeitet. Das heißt mit bereits erhältlichen, zum Beispiel Metallprofilen, Holzprofilen, und die werden dann geringfügig, mehr oder weniger geringfügig umgestaltet, angepasst, um eben zu einem Möbelstück zu kommen. Der auf der Welt am meisten verbreitete Stuhl ist der Monoblock Chair. Das ist ein weißer Plastikstuhl, den kennen Sie aus dem Garten. Der sieht eigentlich nicht sehr schick aus. Das ist ein Stuhl, ein Sessel eigentlich, der 1 Euro nur kostet in der Herstellung. Das ist seiner hochindustriellen Produktion geschuldet. Vielleicht ist das für viele Menschen auf der Welt der perfekte Stuhl, ich weiß es nicht. Wenn ich in der Werkstatt bin, dann habe ich gerne einen Stehhocker, mit dem ich auf so einer mittleren Höhe quasi steh sitzen kann. Wenn ich mich entspanne und was lesen möchte, dann ist mir vielleicht ein Sessel angenehmer. Design geht es immer um Menschen schlussendlich. Ne? Der schönste Stuhl nützt mir nichts, wenn der irgendwo im Wald steht und keiner sieht den. Also von daher die Frage nach, für wen soll das Produkt sein, für wen soll der Stuhl sein, das ist eine universelle Frage im Design. Und dann die Frage, welches Erlebnis möchte ich der Person bescheren oder für welchen Einsatzzweck soll das Ding sein, ist auch ganz wichtig. Aber es gibt auch noch eine andere Frage. Unsere Zeit zeichnet sich ja nicht durch einen Mangel aus, im Gegenteil durch einen Überfluss. Wir haben ja eher zu viel Stühle, zu viel Kram, zu viel Design, zu viel Abfall. Ein Produkt, was nicht umweltgerecht ist, gestalte ich nicht. Ja? Man könnte das heutzutage eigentlich voraussetzen. Vielleicht geht es einfach darum, zum Beispiel Dinge zu machen, die weniger Energie in der Herstellung benötigen, die leichter sind zu transportieren, die man besser recyceln kann, sowas in der Art. Mal so ganz kurz, man könnte natürlich tagelang über Stühle sprechen. Ja. Es gibt ganz viele eigentlich Referenzen, die man beiziehen müsste. Ne. Dieser Stuhl und jener Stuhl.